Hi und herzlich willkommen bei unserem neuen Video. Ich bin Marvin und heute sprechen wir darüber, welche MacBooks und iMacs lohnt es sich noch aufzurüsten und wenn du in ein gebrauchtes MacBook oder einen gebrauchten iMac investieren willst, welche Produkte würde ich dir da empfehlen? Hi und herzlich willkommen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wenn dir unsere Videos gefallen, dann lass es uns wissen, indem du uns einen Daumen hoch gibst oder einen Kommentar da lässt zu dem Thema. Und wenn du mehr davon sehen willst, dann lass uns ein Abo da. Lässt du uns ein Abo da? Ich habe keine Ahnung. Dann abonnier den Kanal, wir freuen uns auf jeden Fall. Vielen Dank für die ganzen neuen Abonnenten, schön, herzlich willkommen, cool, dass du am Start bist. Und heute sprechen wir darüber, gebrauchte Geräte kaufen und upgraden. Ja? Fangen wir mal mit dem Thema an. Wenn du schon ein Gerät hast, was lohnt es sich noch abzugraden und ist es vielleicht zu alt? Macht es noch Sinn oder macht es keinen Sinn? Und dazu kann ich ganz einfach und ganz klar sagen, zum Thema MacBooks, im Grunde genommen lohnt sich jedes MacBook abzugraden, was meiner Erfahrung nach 2008 oder neuer ist. Kleiner Blick. Hätte ja auch vorbereitet sein können, aber dann wäre es einfach nicht authentisch. Denn dieses schöne Ding hier, dieses wunderschöne MacBook, Baujahr 2008, ich mache das mal auf, hoffentlich geht es dann nicht direkt an, private Daten und so, schwupp, schönes Hintergrundbild, das ist glaube ich neu, habe ich selbst abgegradet und das ist das MacBook von der Katrin. Das hat sich damals zum Studium gekauft, 2008er Gerät. Das hat irgendwann Schluck aufgekriegt, ja, hat nicht mehr richtig funktioniert mit Hochfahren, hat lang gedauert hin und her. Woran liegt das? Ganz klar an einfach alten Festplatten, ja, HD-Festplatten mit einer Mechanik, die nach der Zeit einfach ausnudelt und jedes MacBook profitiert davon, abgegradet zu werden auf eine SSD, ja, und dann rennt das Ding wieder. Wenn du jemand bist, der nur Office-Kram macht, der im Internet surft, Netflix, einen Film guckt, hin und her, Standardsachen, ja, nicht aufwendig irgendwelche Filme rendert oder kreative Arbeiten macht in der Creative Suite, dann brauchst du kein neues MacBook kaufen, dann brauchst du dich nicht irgendwie in finanzielle Notlagen begeben, damit du 2000 Euro für ein neues Book ausgeben kannst, damit du so ein fettes Teil hast, wie wir hier rumliegen. Das ist unnötig. Kannst du schön für 200 Euro oder was, oder vielleicht sogar günstiger, wenn du es selbst auch drauf hast mit Aufschrauben, Anschließen und so weiter, das MacBook wieder richtig flott machen. Und bei MacBooks muss ich tatsächlich sagen, ab 2008 kann ich alles empfehlen, man muss aber darauf achten, bis zu einem bestimmten Jahr, da haben sich dann die Festplatten geändert. Ich weiß gar nicht genau, in welchem Jahr das war, aber seitdem es diese Retina-Geräte gibt, die sind ein bisschen dünner, die haben dann nicht mehr dieses Laufwerk. Da ist das Upgraden tatsächlich nicht mehr so leicht, weil die SSDs anders sind, aber auch möglich. Das heißt, auch da kannst du die Festplatte erweitern. Aber dann ab 2016 hat Apple sich entschieden, die SSDs ein bisschen anders zu konzipieren und da sind keine Upgrades mehr möglich. Aber über diese Geräte sprechen wir hauptsächlich auch gar nicht, sondern über MacBooks. Und ich würde immer empfehlen, MacBook Upgrade lohnt sich. Hau dir eine 1 TB SSD rein und dann ist das Ding wieder richtig, richtig gut und wird hoffentlich auch noch viele Jahre halten. Andere Sache, die man upgraden kann, ist der RAM. Auch der RAM macht Sinn abzugraden, aber da würde ich in den wenigsten Fällen mehr als 8 GB RAM empfehlen. Das heißt, wenn dein Gerät vielleicht noch 4 hat, macht es auf jeden Fall Sinn, auf 8 abzugraden. Ne? Gerade auch mit den Mindestvoraussetzungen, die so ein Betriebssystem hat und die Applikationen, die man so grundsätzlich mal benutzt. Ne? Office und so weiter, Browser, hin und her, kennen wir alle, Fotos, App, Musik, Spotify. Dafür sind 8 schon richtig gut. 16 kann man machen, braucht man aber meiner Meinung nach nicht unbedingt. Bei iMacs, schwubbidi-wubbidi-wupp, was haben wir hier bei iMacs? Bei iMacs, da würde ich sagen, wenn du deinen iMac upgraden willst, weil du noch einen rumstehen hast und sagst, ey, der sieht noch geil aus, wäre doch total cool. Lass mal einen Schluck trinken. Wäre doch total cool, wenn der wieder schnell läuft, der ist so langsam geworden über die Jahre. Dann guck mal, ob in deinem iMac eine HD oder ein Fusion Drive ist. Wenn du das, eins von den beiden hast, direkt zu dem Aufrüstungsmenschen oder der Aufrüstungsfirma deines Vertrauens bringen, SSD einbauen lassen und dann rennt das Ding auch wieder eins. Auch da bei den 27 Zoller iMacs kann man RAM
einfach selbst aufrüsten. Bestellen im Internet, kommt nach Hause, hinten eine Klappe aufmachen, schwupp rein und dann geht das los. Und dann hast du direkt irgendwie 8 GB, 16 GB, wie du möchtest. So viel, wie das halt das Gerät kann. Wenn du wissen willst, was dein Gerät an RAM kann, was für eine SSD sinnvoll ist und so weiter, schreib uns gerne, antworte ich drauf. Gar kein Problem. Ja, will ich nicht alles jetzt in dem Video durchgehen, weil das wird einfach zu lang. Kommen wir zum zweiten Punkt. Und zwar gebrauchte Geräte, ja? Wenn du ein gebrauchtes Gerät kaufen willst, weil, fürs Studium, weil du Geld sparen willst, weil du das alte Design vielleicht einfach cooler findest, meine persönliche Empfehlung bei MacBooks, schau, dass du ein MacBook, entweder 13 Zoll oder 15 Zoll, aus dem Baujahr 2014, 2015 dir holst, ja? Die sind richtig geil, die haben ordentlich Leistung nach heutigen Standards, für alles mehr als genug. Und du kannst darauf sogar auch aufwendigere Sachen machen. Sicherlich nicht so schnell wie das Neueste, aber auf jeden Fall hammergut. Display ist top, Anschlüsse sind richtig geil und das Gerät ist total schnell. Ich bin natürlich nicht der Einzige, der diese Empfehlung abgibt. Deswegen ist es manchmal ein bisschen tricky, auf Kleinanzeigen oder eBay da richtig geile Angebote zu finden. Aber sind auf jeden Fall mit dabei und das sind auch die Geräte, die ich definitiv all denjenigen empfehle, die mich persönlich fragen. Und bei den iMacs, da muss ich tatsächlich sagen, da muss ich einmal spicken, wie sieht das aus. iMac würde ich persönlich jedes Gerät empfehlen, ab 2012. Na, da kann man sich auf jeden Fall, wenn man irgendwie dieses schlanke Design mag, einen nach Hause stellen, gradet dem in der SSD ab, wenn es noch keine drin hat und dann ist auch richtig gut. Da hat sich natürlich auch einiges getan, aber ich denke mal für so Home-Arbeiten, ja, dafür ist das mehr als genug. Lasst euch da nicht verwirren von Quad-Core, von irgendwelchen anderen, i5, i7 und so weiter, ne? Viele von euch wissen natürlich, was das ist und wie man damit umzugehen weiß, aber auch viele wissen es noch nicht. Wenn ihr jemanden in eurem Umkreis habt, ja, der ja irgendwie Unklarheiten hat, Tipps braucht, schickt dem ruhig das Video. Ein Bonustipp noch. Bonustipp. Und zwar schaut auch mal, falls ihr alte Geräte habt, welches System ihr drauf habt. Es gibt Geräte, wo einfach bestimmte Apps gar nicht mehr laufen, Browser veraltet sind und so weiter. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, mindestens El Capitan zu nehmen für eure Macs und wenn möglich, dann auf jeden Fall auf das neueste System abzugraden, was es gerade von Apple gibt. Also jetzt im Moment Catalina. Gutes Betriebssystem, bald dann das nächste Big Sur. Wir werden sehen, wann das kommt, nächsten Monat. Mal sehen. Vielen Dank fürs, das darf ich nicht vorher sagen, weil den schalten die meisten schon ab. Also jetzt sage ich, hey, vielleicht kommt gleich noch was total Interessantes. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst es uns auf jeden Fall wissen. Wenn ihr Erfahrung habt zu Macs, dann, und Tipps habt vielleicht auch, andere Tipps, dann lasst es uns in den Kommentaren da und diskutiert fleißig darüber. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns auch natürlich gerne einen Daumen da. Abonniert den Kanal, wenn ihr mehr von uns sehen wollt. Wir danken euch ganz, ganz herzlich fürs Einschalten. Freuen uns auch, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid auf unserem Kanal. Bis dahin noch einen schönen Abend.